wahrscheinlich eh nichts. Er hat bestimmt keine Zeit, aber er hat Zeit. Und wir haben uns so gefreut und aus einer kleinen Klappbühne ist eine riesengroße Bühne entstanden. Ganz, ganz viele tolle Menschen, die hier sind. Und wir freuen uns so sehr, dieses Fest der Freiheit mit euch heute feiern zu dürfen. Ich habe euch ja eben schon erzählt, ich hab Taylor schon kennenlernen dürfen. Und ja, er ist einfach ein Strahlemann, ihr werdet es gleich sehen. Und das, obwohl er, wie ihr euch vorstellen könnt, auch verfolgt und bedroht und angefeindet wird. Von Menschen, die sich nicht mal trauen, sich vor einem zu stellen und zu sagen, was eigentlich sein Problem ist. Aber Taylor lässt sich nicht unterkriegen und er gibt uns allen auch wieder Hoffnung. Ich persönlich bin Taylor unglaublich dankbar für all das, was er tut und dass er sich dazu entschlossen hat, mit seiner Musik in die Öffentlichkeit zu gehen und sie mit uns zu teilen. Jeder einzelne Song sorgt für Gänsehaut pur. Und ihr werdet sehen, was Musik bewirken kann. Sie vereint uns, sie macht uns glücklich und sie nimmt uns die Angst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Taylor! Lange habe ich gewartet auf den richtigen Moment, den richtigen Zeitpunkt. Ich bin weder rechts noch links. Ich gehöre keiner Gruppe und auch keiner Bewegung an. Weder politisch noch ideologisch. Und ich möchte allen zuhören und sie ernst nehmen, unabhängig von Herkunft oder Haltung. Für mich handelt ein Mensch dann bewusst, wenn er eine Bedeutung gefunden hat in dem, was er tut. Und mich erfüllt eine große Dankbarkeit für all die mutigen Wissenschaftler, Juristen, Journalisten und Mediziner, die ihre Aufgabe darin sehen, die Menschen, die sie erreichen, mit Tatsachen und Fakten aufzuklären.